Den zweiten Tag in Folge. Wieder fahren keine Straßenbahnen in der Freiburger Innenstadt. Hier war heute die größte Demonstration im Land angemeldet. Verdi und Fridays for Future streiken zusammen. Und dann auch noch zahlreiche Fans beim Heimspiel des SC Freiburg gegen den FC Bayern. Und einige davon scheinen sich in der Hoffnung, dass doch noch was fährt, an den Bahnhof verirrt zu haben. Ich hoffe, dass eine S-Bahn fährt. Und ich habe keine Karte. Ich hoffe, dass ich heute ins Stadion komme. Meistens bin ich eben mit der Bahn unterwegs, eigentlich immer. Deswegen, wenn die ausfällt, ist es halt schon schwierig, eine Alternative zu finden. Wir haben einfach gedacht, wir gehen ein bisschen früher und laufen dann einfach zum Stadion. Ursprünglich rechneten die Organisatoren in Freiburg mit insgesamt rund 9.500 Teilnehmenden. Gekommen sind laut Polizei rund 800 Menschen. Etwa genauso viele waren es in Karlsruhe. Den ganzen Tag blieben Straßenbahnen und Busse der Verkehrsbetriebe stehen. Auf die Albtalwerksgesellschaft AVG hatte der Streik so gut wie keine Auswirkungen. Laut Verdi sind in Baden-Württemberg rund 6.500 Beschäftigte von den Tarifverhandlungen betroffen. Was wir jetzt haben, ist der Mandeltarifvertrag. Da geht es um die Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel die wöchentliche Arbeitszeit oder wo ist jemand eingruppiert, also der Schienen schweißt, wo welche Entgeltstufe hat der, welche Eingruppierung. Um diese Faktoren geht es jetzt. Faktoren, die vor allem den Nachwuchsmangel beheben sollen. Denn es fehlt an Personal. Wir haben wichtige Aufgaben hier, müssen die Straßenbahn betreuen. Und da brauchen wir auch gute Leute. Und das ist echt schwierig zu kriegen bei uns. Ne? Also deswegen streike ich hauptsächlich. Auch in Stuttgart fuhren weder Stadtbahnen noch Busse der Straßenbahn AG SSB. Die Gleise also leer, dafür die Straßen zeitweise brechend voll. Vertreter der Bauwirtschaft sind mit einer Sternfahrt durch die Stuttgarter Innenstadt gefahren. Mit erheblichen Auswirkungen für alle, die mit dem Auto unterwegs waren. Zeitgleich demonstrierten auch in der Stuttgarter Innenstadt rund 400 Menschen der Gewerkschaft Verdi gemeinsam mit Mitgliedern von Fridays for Future. Es geht hier darum, dass wir mit den Beschäftigten Seite an Seite stehen. Deswegen haben wir den Klimastreik auch so gelegt, deswegen so früh, deswegen auch auf den Tag, wo weder Bus noch Bahn fährt. Weil uns es wichtig ist, ein Zeichen zu setzen der Solidarität. In Heidelberg wurde zwar der ÖPNV nicht bestreikt, aber dafür hat hier eine von Fridays for Future organisierte Klimademonstration mit rund 700 Menschen stattgefunden. Zurück nach Freiburg und der Frage, wie komme ich ins Stadion? Wer heute pünktlich da sein will, der muss sich etwas einfallen lassen. Wir haben uns Fahrrad ausgeliehen. Heißt also, in die Pedale treten. Um 8:30 ist Anpfiff.